Hi und herzlich willkommen zurück. Was war das? Creepy. Hi und herzlich... Es wird immer creepier. Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mehr, wann ich den letzten Beauty Haul auf meinem Kanal gezeigt habe. Es ist mit Sicherheit schon ein paar Monate her. Aber es hat sich wieder einiges angesammelt und das, was ihr noch nicht gesehen habt, was ich noch nicht in irgendeinem Video benutzt habe oder so, wollte ich euch jetzt heute endlich mal wieder zeigen, weil ich es einfach schon so lange nicht mehr gemacht habe und ihr dann auch mal einen kleinen Einblick bekommt, was alles neu ist und vor allem ihr dann auch vielleicht zum Teil mitbestimmen könnt, wo ihr genauere Videos nochmal zuhaben wollt. Also insofern viel Spaß beim Haul. Was ich übrigens gleich vorweg noch sagen muss, heute kein aufwendiges Make-up oder aufregendes Make-up. Ich bin streng genommen nicht mal wirklich richtig geschminkt. Also ich habe keine Foundation zum Beispiel drauf, weil ich von der Arbeit aus direkt noch was vorhatte, noch was zu erledigen hatte und deswegen relativ spät erst zu Hause war. Und es jetzt einfach schon so spät ist, dass es sich jetzt nicht gelohnt hätte, mich komplett abzuschminken und nochmal neu zu schminken, weil dadurch unheimlich viel Zeit verloren geht. Deswegen habe ich einfach gedacht, ich frische nur ein bisschen mein Make-up auf. Mein Eyeliner war nämlich ziemlich verschmiert. Aber also auf der einen Seite, wissen ja, da muss ich heute irgendwie mit dem Finger dran rumgerubbelt haben oder so. Auf jeden Fall habe ich das kurz aufgefrischt, ein bisschen Lippenstift draufgeschmissen und ja, bin jetzt ready to go. Da das letzte Video auf meinem Kanal, was ich vor diesem Video hier hochgeladen hatte, ein Yes-Style-Haul ist, schließe ich einfach direkt mal an mit Hautpflegeprodukten, die ich mir geholt habe, auch koreanische Hautpflegeprodukte, die ich mir tatsächlich geholt habe, weil diese Yes-Style-Kooperation einfach diesen Stein ins Rollen gebracht hat. Das hatte ich in dem Video auch schon erzählt, dass ich mich generell sehr für koreanische Hautpflege interessiert habe. Und durch die Kooperation mit der Seite habe ich mir einfach viele, viele Sachen rausgeschrieben, die mich auch so interessieren. Und ja, ihr habt ja gesehen im Video, was ich mir ausgesucht hatte. Aber abgesehen davon habe ich mir halt selber dann außerhalb der Kooperation noch eigene Sachen geholt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir drei Toner geholt und ich fange mal an mit einem, den ich auch schon sehr oft benutzt habe. Ich weiß, es ist nur ein Pups, der hier raus ist. Das könnt ihr aber, ja, das könnt ihr ganz gut sehen, weil die Flasche ja so durchsichtig ist. Aber das ist wirklich viel, denn man braucht von diesem Toner nicht viel. Es ist wirklich nur eine ganz kleine Pfütze, die ich mir in die Hand gebe und das dann so ins Gesicht einpette. Und ich denke mal, das wird ewig dauern, bis ich da durch bin. Aber dass so viel raus ist, ist bei Toner wirklich viel, finde ich. Also ja, das wird noch einige Zeit dauern. Das ist der Soon Young Relief Toner von der Marke Etude House. Die gibt es zum Beispiel auch bei YesStyle. Also falls ihr da bestellen wollt, so oder so, der kann gerne mit in den Warenkorb. Aber ich habe meinen tatsächlich bei Amazon bestellt, weil ich einfach ja, sehr ungeduldig bin. Und den gab es da auch. Ich glaube sogar bei YesStyle ist der ein bisschen günstiger. Weiß ich jetzt aus dem Kopf, aber nicht sicher. Aber den gibt es zum Beispiel auch bei Amazon. Mein Freund hat den auch benutzt. Er findet ihn auch toll. Und ich habe ihn auch schon Lisa vom Kanal Lisas Make-up Heaven aufgequatscht, mehr oder weniger. Und sie hat den auch bestellt. Also insofern, ich bin sehr begeistert von dem bis jetzt schon. Also ist schon so eine kleine Review. Ich habe den jetzt schon ein paar Wochen und kann den wirklich gut beurteilen. Das ist letztendlich nur ein feuchtigkeitsspendender Toner. Da sind ein paar spannende feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe drin, zum Beispiel natürlich Glycerin und auch Panthenol. Abgesehen davon ist auch wieder Madecassoside drin. Das ist so eine Art Extrakt vom Tigergras, also Centella Asiatica. Und was auch noch drin enthalten ist, ist natürlich wieder mein geliebter Grüntee-Extrakt. Insofern ist ein sehr, sehr schöner feuchtigkeitsspendender Toner, der auch noch so ein bisschen beruhigt und auch noch so ein bisschen einen kleinen antioxidativen Effekt hat durch den Grüntee. Aber letztendlich steht hier, glaube ich, im Vordergrund so dieses Feuchtigkeitsspenden und dafür benutze ich den auch. Den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal übereinander aufgetragen. Das heißt, ich habe den so in 3 bis 4 Schichten aufgetragen. Funktioniert hervorragend und ich habe wirklich das Gefühl, dass meine Haut seitdem nicht mehr ganz so durstig auf Feuchtigkeit ist. Dann habe ich mir noch bestellt den Cream Skin Refiner von Laneige. Den habe ich mir bestellt bei lovemycosmetics.de. Also ist ein deutscher Shop, der auch koreanische Hautpflege führt. Und den benutze ich tatsächlich nach dem anderen Toner, den ich gerade gezeigt habe. Also das ist quasi der zweite Toner, den ich dann auftrage, weil der nicht ganz so eine dünne, also der ist auch sehr wässrig, das könnt ihr ja vielleicht sehen hier drin, aber der ist noch ein bisschen dicker einfach durch diesen quasi so, das ist quasi wie so eine ganz dünnflüssige geschmolzene Creme, könnte man fast sagen. Und deswegen trage ich den, wenn dann, als zweites auf und habe auch festgestellt, dass ich den nicht so gerne schichten kann. Also dann wird das Hautgefühl irgendwie komisch. Also den trage ich wirklich bloß in einer Schicht auf. Und das Besondere hier dran ist, dass der aus weißem Teeblätterwasser ist sozusagen und nicht aus Grüntee. Und daran ist wieder besonders, dass das eigentlich ja wie so dieselbe Pflanze ist, könnte man sagen. Aber dieser Grüntee wird quasi speziell im Schatten gezüchtet, sodass er eben weiß die Blätter werden
Und dann wird da auch noch auf eine ganz spezielle Art und Weise diese Extrakte draus gewonnen oder das Wasser daraus hergestellt. Und das hat zur Folge, dass dieser Toner deutlich, deutlich mehr Aminosäuren enthält als das normale Grünteewasser, sage ich jetzt mal, was eure Haut mit Feuchtigkeit versorgt und vor allem Aminosäuren ja auch in der Haut selber vorkommen. Also es ist quasi ein natürlicher Stoff in unserem Körper, in unserer Haut, der für die Haut auch gut ist, also quasi wie so eine Art Hautbaustein, sage ich jetzt einfach mal. Insofern hat es quasi nochmal eine geboostete Fähigkeit oder mehr geboostete Wirkstoffe als dieses Grünteewasser. Und sehr, sehr spannende Angelegenheit auf jeden Fall. Und dann habe ich noch die Mugwort Essence von I'm From. Das ist letztendlich, so wie ich in meinem Yesterday Haul auch gezeigt hatte, von Misha. Die Artemisia Essence ist Mugwort, ist Beifuß, also besteht auch letztendlich aus 100% Beifuß. Und das riecht sehr, sehr kräutrig, wohingegen ich schon festgestellt habe, dass das von Misha tatsächlich so ein bisschen zimtig riecht. Aber gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist halt letztendlich, um Rötungen auszugleichen, um die Haut ein bisschen zu beruhigen. Und das funktioniert bei mir auch ziemlich gut. Ich habe tatsächlich das jetzt schon öfter angewendet, wenn meine Haut deutlich röter ist als normal. Und habe immer wirklich das Gefühl, dass das ein bisschen was dagegen tut oder dafür tut, dass es eben nicht mehr so gereizt und irritiert ist. Letztendlich ist das wirklich eine angenehme Sache, weil es halt auch 100% nur dieser Inhaltsstoff da drin ist und nicht so eine ellenlange Liste an Inhaltsstoffen. Heißt, wer vielleicht sensible Haut hat und irgendwas auch braucht, wo halt wirklich nicht so viel drin ist, der kann das mal probieren, weil man dann halt ja direkt ausschließen kann, ob man dann darauf reagiert oder nicht. Aber wie gesagt, ja, die habe ich jetzt auch schon ein paar Mal benutzt, aber wie ihr vielleicht sehen könnt, noch nicht ganz so oft. Also da ist jetzt bloß so ein mini bisschen raus, weil ich nicht zu viel aufeinander natürlich neu einführen will. Man soll ja auch immer bloß in der Hautpflege normalerweise eine Sache neu einführen. Ich habe jetzt in den letzten Wochen ganz schön viel neu eingeführt, deswegen will ich da nicht zu sehr übertreiben. Und die anderen beiden Produkte haben mir schon so gut gefallen, dass ich die jetzt einfach so ein bisschen stiefmütterlich zur Seite geschoben habe. Aber die Anwendung davon fand ich auch sehr, sehr gut. Ich glaube, wenn ich weiterhin so viel über die einzelnen Produkte erzähle, dann sitzen wir an Weihnachten noch hier. Ich glaube, ich muss mich mal ein bisschen ranhalten. Jetzt greife ich einfach immer, was bei mir als nächstes hier rumliegt. Und zwar habe ich mir bestellt eine Foundation in zwei Fläschchen, weil ich mir wegen der Farbe unsicher war. Das ist die Revolution Pro Foundation Drops Foundation. Die habe ich mir bestellt, weil ich sie bei der lieben Janine gesehen habe. Also ich wurde quasi Janine-fluenced. Die Grüße gehen auf jeden Fall raus. Schaut unbedingt mal auf ihrem Kanal vorbei. Sie hat einfach so wunderschöne Haut und egal was sie benutzt, das sieht einfach so schön und smooth bei ihr aus und einfach so wunderbar, dass ich mir direkt die Foundation mitbestellt habe. Die hat sie jetzt nämlich schon mehrmals erwähnt, dass sie die gut findet. Und da wir ähnliche Haut haben, tatsächlich auch oft schon ähnliche Meinungen zu Produkten hatten, ob jetzt gut oder teilweise auch wir beide gesagt haben, ja, die und die Foundation ist eher trocken auf meiner Haut oder so. Insofern, ja, glaube ich ganz stark, dass mir die auch gefallen wird und ich werde die ganz bald auf jeden Fall auch mal testen. Ja, ist halt Drogeriepreissegment, deswegen auch mal sehr spannend. Dann habe ich mein erstes Produkt von, oh, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. I don't know how to spell that. Dann habe ich meinen ersten Creme Blush bestellt von der Marke, wo ich gerade auf Anhieb überhaupt nicht mehr weiß, wie man die überhaupt ausspricht. Ich weiß, ich würde jetzt einfach sagen, Kaja weiß, aber ich weiß, dass das falsch ist. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie ihr das aussprechen würdet, diese Marke. Auf jeden Fall die Marke, deren Namen ich nicht aussprechen kann aktuell. Die haben so mega coole Creme Blushes. Die Verpackung ist unfassbar schwer, also die wiegt einiges. Sehr, sehr hochwertig gemacht. Was aber leider auch sehr, sehr hochwertig ist, ist der Preis. Es ist unfassbar teuer. Dieser eine Blush kostet, wenn, lasst mich lügen, ich glaube fast 50 Euro, was wirklich sehr, sehr viel ist. Ist aber auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Ihr seht, ich habe es noch nicht benutzt. Ich werde es auf jeden Fall noch machen. Was bei den Blushes aber cool ist, das muss ich sagen, man kann das als Refill kaufen. Also wenn ihr einmal diese Verpackung gekauft habt und der ist irgendwann mal leer, könnt ihr nur diesen Blush nachkaufen und habt ja dann die Verpackung schon. Oder ihr sagt, ganz ehrlich, ist mir zu teuer und ihr kauft nur die Blushes einzeln sozusagen und macht ihr euch in eine Leerpalette rein, auch überhaupt kein Problem. Also man ist quasi nicht genötigt, diese unfassbar teure Verpackung zu kaufen, weil die wirklich einen Großteil davon ausmacht. Ich glaube tatsächlich, diese Nachfüllblushes kosten dann einfach mal 30 Euro bloß noch oder so. Aber dadurch, dass die Verpackung quasi hochwertig ist und auch teuer, hat man hier wirklich einen sehr, sehr hohen Preis am Ende. Ich hoffe sehr, dass es das auch wert ist. Es ist auf jeden Fall eine super schöne Farbe. Die heißt übrigens, habe ich noch nicht gesagt, die heißt übrigens Blossoming. Und da ich ja immer wieder darauf aufmerksam gemacht werde, dass ich ja nie Swatches mache in meinen Hauls, was ich auch sehr, sehr ungerne mache, tatsächlich mache ich es jetzt aber mal.
Oh, ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Das ist so eine richtig schöne, frühlingsfrische, rosa, leicht, leicht peachy Farbe. Gefällt mir extremst gut und hat eine sehr, sehr dünne Konsistenz, sehr, sehr angenehme Konsistenz, finde ich. Also sehr interessant. Und da kann ich euch auf jeden Fall auch mal wissen lassen, wie ich die dann finde. Ich plane demnächst sowieso mal wieder ein Full-Face-Video mit neuen Produkten oder vielleicht mache ich auch ein Video über Clean-Beauty-Brands, denn das ist ja derzeit auch so ein bisschen wie so eine Art Trend und ich habe einige Produkte hier neu, die in diese Kategorie passen könnten. Insofern, werde ich mir noch überlegen, aber werde ich dann wahrscheinlich machen. Dann geht es nämlich direkt weiter mit der nächsten Marke, die unter diese Kategorie auch fällt, nämlich RMS Beauty. Da habt ihr den Concealer schon gesehen, den habe ich mal in einem Video gezeigt. In meinem letzten Full Face, bin mir nicht sicher, ich glaube Neuheiten-Video. Ich kann es euch ja mal verlinken. Da habe ich den Concealer benutzt, das ist so ein kleiner Pot und das ist der Uncover Up Concealer, hieß der glaube ich. Ja genau, Uncover Up in der Farbe 000. Weiß ich noch nicht so richtig, was ich von halten soll. Ich bin auf den ersten Eindruck jetzt nicht super begeistert davon, aber er ist auch nicht mega schlecht. Also mal schauen, muss ich nochmal weiter testen. Dann habe ich mir einen Creme-Blush von denen bestellt. Nämlich heißen die Lip to Cheek und ich habe bestellt die Farbe Spell. Die habe ich auch noch gar nicht ausgepackt, habe ich mir noch gar nicht weiter angeguckt. Aber, oh, ist auch, der sieht recht dunkel aus. Da bin ich mal gespannt, ich swatch den auch direkt mal. Hä? Ist der so dünn oder? Hä, ich sehe einfach gar nichts. What the... Okay, die Konsistenz ist ultra, ultra leicht. Guckt mal, den sieht man kaum. Also den muss man entweder ordentlich schichten oder ich habe hier eine Fehlproduktion erwischt. Ich habe nämlich letztens ein Video gesehen, wo jemand auch Blushes von RMS gezeigt hat. Und da waren die Swatches total doll pigmentiert. Also weiß nicht, ob derjenige da 20 Mal reingegangen ist oder ob das die Einstellung von der Kamera war. Aber der ist deutlich, deutlich weniger pigmentiert, seht ihr ja schon, als der andere vorher. Aber auch sowas mag ich gelegentlich mal gerne. Das muss ja nicht alles immer super, super krass pigmentiert sein. Letztendlich, das ist ja auch für die Lippen geeignet. Also könnte auch wie so ein getönter Lip Balm sein. Und dann habe ich mir noch einen Highlighter von denen bestellt, nämlich den Living Luminizer. Heißt der so? Ja, Living Luminizer. Das ist jedenfalls so ein ganz, ganz heller, permutfarbener Ton. Und ich wette, den wird man jetzt auch nicht wirklich sehen. Nee, den sieht man auch kaum. Also das ist wahrscheinlich mehr darauf aus, so einen ganz kleinen Hauch Farbe zu geben. Aber vielleicht dann durch die Konsistenz einfach ein bisschen. Sieht man den überhaupt in der Kamera? So ein ganz kleines bisschen, ja, hier. Aber der hat quasi so gut wie keine eigene Farbe, sondern nur so einen Permut-Effekt quasi. Weiter geht's mit Lila B. Habe ich mir bestellt, weil ich noch einen Douglas-Gutschein hatte. Und habe mir bestellt einmal das Face Glow Mist, was glaube ich auch verflucht teuer war. Also ich meine mich zu erinnern, dass ich mich bei dem Preis ein bisschen erschrocken hatte, aber ich möchte es trotzdem natürlich testen. Und es ist vor allem dann auch nur so ein Mini-Spray, also normale Gesichtssprays. Ist aber ein Glasfläschchen, immerhin. Haben ja ein bisschen mehr Inhalt. Wenn ich jetzt mal so überlege, zum Beispiel das Urban Decay Spray oder was ich jetzt hier gerade zufällig liegen habe von Dominique Cosmetics. Das hat 118 Milliliter. Das ist so meist diese Urban Decay Größe, sage ich jetzt mal. Also das haben die auch. Und hier sind 30 Milliliter drin. Das Ding ist, glaube ich, doppelt so teuer gewesen. Also das ist schon High-End quasi. Wahnsinn. Dafür muss es aber hoffentlich auch einiges können. Also bin ich auch sehr gespannt drüber, wie ihr sehen könnt. Ich habe hier schon fast ein Fullface zusammen, bald mit irgendwelchen... das ist halt wie gesagt auch so eine Art Clean Beauty Brand. Und dann habe ich mir noch den Priming Oil Primer geschrieben. Und dann habe ich mir noch den Priming Oil Primer gegönnt. Das sind auch wieder 30 Milliliter, das ist ja bei Primern quasi eine normale Größe und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Den habe ich auf Instagram gesehen bei einem Account, den ich ganz, ganz toll finde. Kann ich euch übrigens sehr empfehlen, wenn ihr High-End-Make-up mögt. Ich verlinke ihn euch mal in der Infobox. High-End-Make-up-Collector heißt sie, glaube ich. Und ist eine ganz, ganz liebe und postet so tolle, ausführliche Reviews auch zu ihren High-End-Favoriten, die sie so kauft. Finde ich echt toll. Und geht das jetzt nicht mehr zu hier? Da gibt es aber auch eine hohe Anfixgefahr. Auch bestellt nach ewigem Überlegen habe ich mir dann endlich mal von Hourglass den Ambient Lighting Bronzer in der Farbe... Wie hieß die Farbe?
Hallo? Farbe? Nude Bronze Light. Ich wusste jetzt gerade echt nicht mehr, wie die genaue Farbbezeichnung ist, weil ich immer zwischen zwei Bronzern geschwankt bin und nicht richtig sicher wusste, welche ich will. Aber habe mich jetzt für diesen Farbton entschieden und bin dann schon sehr gespannt drauf, ob der wirklich so toll ist, wie alle sagen. Denn die werden ja total gehypt, diese Bronzer von Hourglass. Und ich ditch einfach auch mal direkt rein. Fühlt sich sehr seidig an. Und man sieht ihn kaum auf meiner Hand. Das ist immer ein gutes Zeichen für mich. Mach den jetzt einfach mal hier mit hin. Oh, da war so ein Krümel mit drin. Ja, könnte eine schöne Farbe werden. Muss ich auf jeden Fall aufbauen. Der ist jetzt nicht ganz so stark pigmentiert, aber die Farbe gefällt mir, glaube ich, schon mal ganz gut. Die ist auf jeden Fall auch recht warm tatsächlich wieder. Hätte ich gar nicht so erwartet, aber wir werden sehen, wie es auf dem Gesicht ist. Dann hatte ich ja vor ein paar Monaten, muss man ja mittlerweile sagen, auch Geburtstag im April, Mitte April. Und habe auch mehrere Gutscheine bekommen, aus dem Grund, weil meine Familie mich ja auch nicht wirklich sehen konnte. Also zum einen zum Beispiel, meine Schwester wohnt eh in Nürnberg, also wir sehen uns nicht so oft, weil sie halt dann einfach nicht so oft hier ist. Und den Rest meiner Familie konnte ich ja aus gewissen gesundheitlichen Gründen nicht sehen und auch nicht einladen. Und deswegen hat meine Familie mir dann dieses Jahr mehr Gutscheine geschenkt. Und die habe ich dann auch fleißig eingelöst. Und einen davon zum Beispiel von meiner Schwester habe ich bei Douglas verpulvert für dieses Set von Nude Sticks, was sie zusammen rausgebracht haben mit Estée Lalonde. Wer sie vielleicht von früher noch kennt, da hieß sie Essie Button auf YouTube. Ist eine, sie selber kommt ursprünglich gebürtig aus Kanada, aber sie wohnt aktuell in England schon seit etlichen Jahren mit ihrem Freund zusammen. Und ich habe sie schon vor Jahren mal gefunden auf YouTube. Das war auch so die Zeit, wo Zoella aktiv war. Das war so, die haben sich auch gegenseitig mal erwähnt und so. Also ist ja oft so, wenn man einem folgt, dann kriegt man das mit und folgt auch dann meistens dem anderen. Und mochte sie sehr, 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 sehr gerne. Habe sie jetzt tatsächlich schon eine Zeit lang nicht mehr geguckt, weil sie nicht mehr so den Beauty-Content kreiert, den ich mag, und auch nicht mehr nur hauptsächlich Beauty. Aber ich folge ihr immer noch und gelegentlich, wenn sie dann mal ein Video macht, was mich interessiert, gucke ich es halt auch, ne? Und jetzt hat sie eine Kooperation oder eine Zusammenarbeit mit Nude Sticks gemacht und hat ihr eigenes Set rausgebracht. Und das musste ich natürlich haben. Sie hat einen von den Nudies, also diese Blush Sticks, rausgebracht. Das ist eine matte Variante und so wie ich es mitbekommen habe, wird es diesen Farbton, der heißt übrigens Salty Siren, auch einzeln geben später, ohne dass quasi ihre Unterschrift hier auf der Kappe drauf ist, also ohne die Kooperation mit ihr. Aber ich wollte natürlich gerne die Kooperation haben. Und es ist eine mega, 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 mega schöne Farbe. Habe ich noch nicht benutzt. Ich habe es noch nicht übers Herz gebracht. Aber ich swatch euch den gerne mal. I like. Das ist so ein Korallton. Und der passt einfach perfekt zu ihr, wenn ich das sehe. Sie hat auch so wunderschöne beachblonde Haare, würde ich sagen. Also da steht ihr bestimmt hervorragend. Und Nude Sticks mag ich sowieso total gerne, das habt ihr schon mitbekommen. Und es war vor allem für mich mein Anlass, auch andere Produkte von Nude Sticks zu testen, denn sie haben hier so ein kleines Set zusammengestellt mit ihren Favoriten sozusagen. Und da sind dann halt auch andere Sachen enthalten, wie zum Beispiel, das ist hier glaube ich ein Highlighter, Magnetic Nude Glimmers, wobei die auch universell einsetzbar sind. Also ihr könnt die nehmen für was ihr wollt, letztendlich ob ihr damit irgendwie euren Lidschatten ein bisschen verschönert oder als Highlighter, das ist glaube ich so ein bisschen, wie man möchte. Dann ist hier ein, was ist das hier Schönes? Ein Lip and Cheek Pencil drin. Also den könnt ihr für die Lippen benutzen, wie so ein Lippenkreidestift. Oder auch für die Wangen ein bisschen Blush auftragen. Das ist, gibt es hier irgendeine Farbe? Ja, Mystic heißt der. Der ist noch original eingeschweißt. Das hier ist ein Eye Color Stift. Also den könnte man als Lidschatten direkt benutzen. Das ist die Farbe Nudity. Und dann ist hier auch noch drin, und da bin ich ein bisschen ängstlich, aber vielleicht wird er mir auch gefallen, ein Lip Glaze in der Farbe Nude 06. Das sind so ein bisschen so diese nudigeren Töne. Und der Grund, warum ich vor dem ein bisschen Angst habe, ist, dass ich gehört habe, dass die auch so diesen Lip Plumping Effekt drin haben, also so diesen Pfefferminz Effekt, und das bei mir ja unter Umständen auch dazu führen kann, dass das unangenehm auf den Lippen brennt. Also ich hoffe, hoffe, hoffe ganz stark, dass es das nicht tut. In letzter Zeit hatte ich damit immer Glück. Hoffen wir einfach mal, dass es so bleibt. Und wenn wir gerade schon bei Nude Sticks sind, hatte ich mir auch bei Sephora
den Lip Blush Paint gekauft. Magnetic Lip Blush Paint in der Farbe Waikiki Rose. Und den trage ich auch jetzt gerade. Das ist dieser schöne Farbton hier. Die sind so angenehm auf den Lippen. Also hätte ich gar nicht erwartet. Man fühlt die einfach überhaupt nicht. Die sind nicht klebrig, nix. Die haben natürlich auch nicht so eine lange Haltbarkeit. Also ich habe gestern, vorgestern, wo ich gedreht habe, mein Yes Style Haul. Da habe ich dann schon gemerkt am Ende des Videos, dass man jetzt den deutlich weniger sieht als am Anfang. Also wenn man viel redet, dann geht er schon weg. Aber es ist halt auch kein Lippenstift, der jetzt wirklich auf lange Haltbarkeit ausgelegt ist, sondern offenbar einfach darauf, dass man möglichst hohen Tragekomfort hat. Und das hat er definitiv, mal ganz abgesehen davon, dass ich die Farbe mega schön finde. Und insofern werde ich mir da wahrscheinlich auch noch eine andere Farbe zulegen, weil die finde ich echt sehr, sehr angenehm. Dann habe ich mir noch einen Bronzer bestellt von NARS. Das ist die Farbe Valerta und ich meine, die sind neu rausgekommen erst dieses Jahr. Also jetzt nicht ganz aktuell, aber ich meine Anfang des Jahres, dass die da neu rausgekommen sind. Und der ist hoffentlich für mich ein bisschen besser geeignet als Laguna. Laguna, der Bronzer von NARS, ist ja sehr bekannt und war lange Zeit, mochte ich den auch total gerne. Aber ich glaube, so ein bisschen einen Tick zu dunkel ist der für mich. Und der Valerta könnte zuklappen. Könnte hoffentlich ein geeigneter Ersatz, der bleibt nicht auf, egal. Er könnte auch ein geeigneter Ersatz hoffentlich für mich sein. Ich werde den jetzt einfach auch direkt mal swatchen. Ihr merkt, ich bin heute mit Swatches total dabei. Mag ich sonst für gewöhnlich nicht so, aber ja. Oh ja, oh ja, die Farbe, glaube ich, wird mir sehr gut gefallen. Die ist schön, gefällt mir jetzt auf Anhieb besser als der, wo ist er denn überhaupt? Siehst du, der ist schon weg. Als der Hourglass Bronzer, der schon komplett abgerubbelt ist, weil ich hier immer auf der Hose damit rummache. Also der gefällt mir schon mal sehr gut, der erste Eindruck. Und dann habe ich mir auch von NARS den Liquid Blush in der Farbe Luster bestellt. Da habe ich ja auch letztens in irgendeinem Video, ich weiß gar nicht was, da ging es auf jeden Fall nicht um NARS Produkte hauptsächlich, sondern das war so ganz am Rande nebenbei. Da wurde der gezeigt und da hat diejenige, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern, wer es war. Ich überlege die ganze Zeit schon krampfhaft. Auf jeden Fall hat diejenige gesagt, dass die total unterschätzt werden und dass man von denen ja kaum was hört, aber die seien so gut. Und dann hatte ich erst überlegt, ob ich mir die Farbe Orgasm hole oder... Ah! What the f***? Es ist nicht zum Aufschrauben gemacht. Ich muss manchmal über mich lachen. Okay. Ich habe mir die Farbe Luster ausgesucht. Ich hatte erst überlegt, ob Orgasm oder Luster, aber ich dachte mir, Orgasm, es sieht so pink aus, so krass pink. Ich kann den hier kaum drehen, weil das super, super flüssig ist. Ich verreibe das mal direkt so ein bisschen. Ich glaube, davon braucht man, sieht voll viel aus. Ich glaube, davon braucht man wirklich ultra, ultra wenig. Aber ich vermute, dass man, das hat eine sehr, sehr dünne Konsistenz, dass man das auch gut ausblenden kann im Zweifel. Also wenn man dann ein bisschen zu viel drauf hat, dann geht man einfach mit dem Schwämmchen nochmal rüber oder so und dann kann man das gut ausblenden. Ich bin sehr gespannt, ob die wirklich so gut sind oder ob der Blush wirklich so gut ist. Wenn ja, dann würde ich mir vielleicht auch noch eine zweite Farbe davon holen. Aber jetzt so, die sind auf jeden Fall super, super flüssig. Bin ich sehr gespannt drauf, werde ich bei Gelegenheit dann auch mal testen. Weiter geht's mit einem Highlighter, wo ich absolut angefixt wurde von Kati vom Kanal Contra Junkie. Also wurde ich wieder Kati-Fluenced, könnte man sagen. Schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei, auch wenn sie eine ganz böse Anfixerin ist. Und zwar habe ich mir den Highlighter gegönnt von Crash Cosmetics. Das ist die Farbe Christine. Also ich glaube, da gibt es auch bloß einen. Und bin sehr gespannt, ob mir die Farbe passt. Ich habe ihn noch nicht im Gesicht ausprobiert, obwohl ich ihn jetzt auch schon eine Weile habe. Aber der ist in der Tüte verschwunden, die ich so gut weggestellt hatte, dass ich ihn erst jetzt, ehrlich gesagt, gerade wieder gefunden habe durch Zufall. Und ich dippe jetzt auch hier einfach mal rein. Das ist so ein geiles Netz, was da drin ist. Sowas liebe ich ja. Ist mega fancy. Ich habe einfach viel zu viel Produkt gerade aufgenommen. Ich swatch den mal hier hin. Oh! Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Guckt euch doch mal an, wie krass der ist einfach. Und ich glaube, der ist auch nicht zu dunkel für mich. Wenn ich jetzt so die Hand langsam wegdrehe, dann sieht man ihn nicht mehr. Also das heißt, er wirft auch keinen Schatten in dem Sinne. Heißt, er ist für mich nicht zu dunkel. Yay! Den werde ich definitiv demnächst mal testen, in einem Video auch tragen. Der ist mega, mega geil. Also da bin ich jetzt schon sehr, sehr hyped drauf. Und der wird bestimmt ein Favorit von mir werden. Der hat einen mega krassen Effekt, ey. Wow! Und in meinem Yesterday-Video hat eine liebe Zuschauerin kommentiert, dass die Marke Chantecaille ein paar coole Blushes rausgebracht hat, die sehr, sehr hübsch sind, die ich euch auch jetzt zeigen kann, weil ich schon welche davon gekauft hatte, auch vorher schon. Und die
spenden sehr, sehr viel für gemeinnützige Zwecke, für Tierwohlzwecke und deswegen bringen sie auch immer mal wieder solche Sachen raus, wie zum Beispiel hier haben wir einen Schildkrötenblush und einen Bienchenblush. Packe ich auch direkt aus, aber da sage ich euch von vornherein, die kann ich nicht swatchen, das mache ich nicht. Die sind zu schön, als dass ich jetzt da rein dippen will, einfach so. Also sorry dafür, ich habe schon mir wirklich Mühe gegeben und alles andere bisher schon geswatcht, was mir im Herzen ein bisschen wehtut, aber die kann ich nicht swatchen. Ich habe hier einmal das kleine Bienchen, das ist die Farbe Emotion und wie ihr schon sehen könnt, das ist so ein koralliger Ton und hier ist so eine richtig süße kleine goldene Biene drauf. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die super, super klein sind. Also man kann es vielleicht schon sehen, wie winzig die sind. Und da sind gerade mal 2,5 Gramm drin. Die Dinger sind aber verflucht teuer. Sorry, muss ich so sagen. Aber ich tröste mich, wie gesagt, damit, dass die Marke selber von dem Geld, was sie damit einnehmen, auch für gemeinnützige Zwecke spenden. Insofern verschmerze ich den Preis auch ein bisschen. Und wie gesagt, hier habe ich noch den Schildkrötenblush. Das ist die Farbe Grace. Den zeige ich auch mal direkt. Ist einfach so eine süße Schildkröte drauf. Also das Design ist schon wirklich richtig, richtig niedlich. Das ist hier die Schildkröte drauf. Die ist nicht mit Gold, aber die ist auch so ein bisschen schimmrig. Also es sind auf jeden Fall keine matten Blushes. Und in einem meiner Beauty News Videos habe ich auch gezeigt, dass es neue Blushes, jetzt wirklich ganz, ganz neue Sommerkollektionen von der Marke gibt. Und da hatte ich überlegt, mir eins zu holen. Die waren aber so teuer, dass ich erst nicht richtig wusste, ob oder ob nicht. Und habe mir dann am Ende gesagt, ach, ich mache es jetzt einfach. Das sind diese hier, das sind so eine Duos und das andere Duo habe ich nicht geholt, das war mir zu dunkel. Ich habe nur das mit dem, ich glaube, das ist ein Walhai oder sowas. Auf jeden Fall ist da, ich glaube, das ist ein Walhai. Ja, Walhai, das ist ein Walhai. Das ist auf jeden Fall wirklich sündhaft teuer gewesen, aber ganz ehrlich, ich konnte nicht Nein sagen. Und wenn man weiß, dass die Marke auch wenigstens einen guten Zweck unterstützt, ist das für mich auch in Ordnung. Das nächste Produkt, was ich mir bestellt habe, ist auch ziemlich, ziemlich teuer gewesen. Und ehrlich gesagt saßen die Bestellfinger da ziemlich locker, weil ich ein bisschen Sektintus hatte und irgendwie dann das drauf gekommen bin. Und dann war es schneller gekauft, als ich darüber nachdenken konnte. Ist von Tom Ford, nämlich dieses Bronzer-Duo, was total... Es ist von Tom Ford, dieses Bronzer-Duo, was total gehypt wird. Das gibt es nämlich auch in mehreren Farben, habe ich mitbekommen. Und ich habe mir die Intensität 0,5 geholt. Also das ist quasi ein bisschen heller als dieses ursprüngliche Originale, sage ich jetzt mal. Und gerade bei meinen liebsten YouTubern so aus dem amerikanischen Bereich beziehungsweise aus Kanada, bei Jamie Page und Alana Davison, die finden das total toll beide und hypen das total und benutzen es auch oft und gerne. Und wenn man zum Beispiel mal über Creme Bronzer generell spricht, dann weiß man genau, dass die das zeigen werden. Und da konnte ich nicht mehr widerstehen und wollte einfach wissen, was dran ist. Und bin sehr gespannt, ob das sein Geld wert ist. Vor allem, weil die beiden eigentlich immer sagen, dass sie diesen Highlighter-Ton, der da oben drin ist, das Weiße eigentlich nie benutzen, sondern bloß den Bronzer. Und dass es trotzdem sie so gut finden, dass es das Geld wert ist. Und da bin ich natürlich erst recht gespannt drauf. Also der muss schon einiges können dann. Ich krieg's nicht raus. Jetzt. Es fällt alles runter. Es ist so voll, der Tisch. Dann habe ich bei M Cosmetics bestellt, habe ich schon mal Anfang des Jahres gemacht und bisher noch kein Video dazu gemacht, obwohl ich es machen wollte, was den Grund hatte, dass die Sachen, das hatte ich euch schon mal erzählt, ich immer alles so ein bisschen sortiere hier und teilweise mir so Tüten zusammenstelle mit den Produkten, die ich in einem Video zeigen will. Und warum auch immer ist eine Tüte so gut weggeraten, dass ich sie erst jetzt wiedergefunden habe, vor kurzem, als mich mal der Teufel gepackt hat und als ich hier komplett mal aufgeräumt habe und umgeräumt habe und irgendwelchen Kram sortiert habe, so einfach random, ist mir diese Tüte in die Hände gerutscht und ich dachte, ach ja, das gibt's auch noch. Es ist komplett untergegangen einfach. Und zufälligerweise, weil mir die dann wieder in die Hände fiel, kam ich dann mal wieder auf die Marke. Und ich hatte mir damals einen Blush bestellt von denen, von diesen Serum Blushes in der Farbe Pink Nectar, obwohl ich eigentlich den Rose Milk Blush wollte, der damals aber ausverkauft war, aber ich wollte die unbedingt testen. Hat ja gut funktioniert, dadurch, dass die Tüte wegkam. Auf jeden Fall ist mir dann dabei eingefallen, ich könnte ja mal gucken, ob der Rose Milk jetzt endlich mal wieder back in stock ist und ich hatte tatsächlich Glück und habe bestellt. Und habe jetzt endlich meine Wunschfarbe und kann sie hoffentlich dann auch demnächst endlich mal testen. Da werde ich jetzt wirklich, die hüte ich jetzt wie meinen Augapfel.
Und diese Serum Blushes werden ja auch sehr, sehr auf YouTube gehypt. Die sollen auch so toll sein. Da soll man auch ganz wenig von brauchen und man soll die gut auftragen können. Und pipapo, man hat man nicht gesehen. Und Rose Milk ist halt eine super, super schöne, zarte Farbe. Also die gefällt mir optisch sehr gut. Werde jetzt hoffentlich dann endlich mal ein Video dazu machen. Das ist hier Rose Milk. Ich tappe den einfach mal nur so ein bisschen ein. Oh, okay, also man kann schon ein bisschen mehr von nehmen. Der hat eine sehr, sehr dünne Textur und blendet sich sehr, sehr gut aus. Also ich glaube, das ist auch schwer überzudosieren. Aber gefällt mir sehr, sehr gut die Farbe. Und damit ich wieder einen guten Bestellwert habe, um keine Versandkosten zahlen zu müssen, auch so eine Frauenlogik, ne? Ich bestelle mehr, ich gebe mehr aus, damit ich den Versand spare am Ende oder günstigeren Versand habe, habe ich dann noch zwei Augenbrauenprodukte mit dazu bestellt. Einmal so einen kleinen Augenbrauenpinsel. Und das ist hier, glaube ich, wie so ein gefärbtes Augenbrauengel, was ich ja generell sehr, sehr gerne mag. Also das habe ich ja auch von verschiedenen Marken schon. Und dann habe ich mir auch noch mit dazu bestellt einen Lipgloss in der Farbe Moki Moki. Sieht sehr, sehr hell aus. Also ich hätte den ein bisschen dunkler erwartet von den Fotos her. Auch so, aber geswatcht geht er eigentlich. Also ist eine schöne Farbe. Ist so eine richtig schöne, nudige Farbe. Und den kann man bestimmt auch gut auftragen über einen etwas dunkleren Lip Liner. Aber der sieht auch sehr, sehr schön aus. Also ich hoffe, dass ich jetzt dann demnächst endlich mal ein Video dazu machen kann, beziehungsweise die Produkte testen und euch in irgendeiner Form ein Update dazu geben, weil, wie gesagt, die Tüte war lange Zeit verschollen, jetzt ist sie wieder da. Jetzt habe ich zwei Blushes, die ich testen kann und freue mich schon sehr. Und das Letzte, was ich mir bestellt habe, ist ziemlich viel von der Marke Kosas. Das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, weil ich seit einer Weile schon die Kosas Foundation benutze. Auch schon mal in einem Video gezeigt habe und mich generell für die Marke sehr, sehr doll interessiert habe und dann auch wirklich sehr, sehr viel von denen bestellt habe. Angefangen zum Beispiel mit einem von den Eyeshadows. Das sind die 10 Second Eyeshadows. Das sind ganz, ganz flüssige Lidschatten und erstmal schütteln. Das hat sich so ein bisschen getrennt. Das ist jetzt hier die Farbe Globe. Und die haben halt wirklich, ich glaube, nicht sehr, sehr hohe Deckkraft, aber geben halt so ein bisschen Farbe ab und hoffentlich halten die auch, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich würde mir wünschen, dass die sehr alltagstauglich sind. Das wird es ein bisschen einfacher machen für die Arbeit, sowas vielleicht auch mal zu benutzen. Einfach so schnell übers Lid, vielleicht mit dem Finger ein bisschen ausblenden und dann, ja, deswegen habe ich mir extra auch so eine bronzige Farbe ausgesucht. Und jetzt, die haben zum Beispiel auch einen blauen Lidschatten, aber das wäre halt für die Arbeit dann nichts, sage ich jetzt mal bei mir. Also für mich wäre es halt nichts. Dann habe ich mir bestellt einen von den Wet Lip Glossen. Kosas gibt es übrigens bei Kalt Beauty und auch bei uns in Deutschland bei Nische Beauty, Nische Beauty, I don't know. Ich verlinke es euch in der Infobox, also man kann es auch innerhalb von Deutschland bestellen, auch wenn ziemlich vieles da immer ausverkauft ist. Deswegen habe ich ein paar Sachen davon auch bei Kalt Beauty bestellen müssen. Also wie gesagt, diesen Lipgloss habe ich mir noch ausgesucht. Wo ist die Farbe? Jellyfish ist die Farbe. Da wollte ich eigentlich eine andere Farbe auch noch haben, aber die war überall ausverkauft, wo ich geguckt habe. Deswegen habe ich dann nicht mitbestellt. Dann habe ich mir noch einen Lippenstift dazu bestellt. Das ist die Farbe Rose Water. Das ist, glaube ich, so mit der bekannteste Lippenstift von denen aus dem normalen Sortiment, also aus dem Standardsortiment. Das ist so eine schöne, ja, ich würde fast sagen, so eine Rosenholzfarbe. So sieht der aus. Ich kann den ja auch mal schnell hier swatchen. Oh, den komisch angesetzt. Also das ist so eine Rosenholzfarbe. Könnte auch für manche so eine Your Lips But Better Farbe sein. Und der hat eine sehr, sehr angenehme, cremige, ölige Textur. Und eine magnetische Kappe. Offenbar. Und dann habe ich mir auch noch zwei von den Blush Duos bestellt. Einmal die Farbe Velvet Melon und 8th News. Und die finde ich auch sehr interessant, vor allem Velvet Melon ist eine unfassbar schöne Farbe und ihr merkt schon, ich habe einige Creme Blushes bestellt in letzter Zeit. Nicht mal unbedingt, weil ich unbedingt geplant hatte, darüber ein Video zu machen, aber weil ich es für mich einfach mal testen wollte. Ich bin sowieso ein Creme Blush Junkie und das interessiert mich einfach sehr, wie die unterschiedlichen Konsistenzen und Texturen sind. Das ist jetzt hier die Farbe Velvet Melon. Und dann haben wir noch diese hier und ich sehe schon, die hat ein bisschen geschwitzt auf dem Transportweg. Hier sind so kleine Bläschen drin. Aber nicht schlimm. Das darf sie auch bei den Temperaturen, wenn derzeit was versendet wird. Und dann habe ich auch noch bei Kosas auf der eigenen Website selber bestellt, weil manche Sachen noch gar nicht in Deutschland verfügbar sind oder auch bei Kalt Beauty nicht verfügbar sind. Nämlich haben die zum Beispiel diesen Bronzer dieses Jahr gelauncht. Das ist der Moisturizing Baked Bronzer und ich habe mir die hellste Farbe Light ausgesucht.
Bin sehr gespannt. Der wird auch sehr, sehr gehypt von vielen amerikanischen YouTubern, die sie natürlich schon vorher kaufen konnten. Das ist halt, wie gesagt, so ein gebackener Bronzer. Da bin ich auch sehr gespannt, wie der mir gefallen wird. Ich swatch den einfach auch direkt mal ganz frech. Der ist, glaube ich, ein bisschen was wärmer als der NARS Bronzer von vorhin. Aber sieht auch schön aus. Und der hat so einen Sheen mit drin. Also da sind so ganz leichte goldene Schimmerpartikel enthalten. Der ist, glaube ich, jetzt wirklich für den Sommer sehr, sehr schön. Außer man mag es nur matt, dann nicht. Bei der Gelegenheit, auf der amerikanischen Website zu bestellen, habe ich auch direkt die beiden Concealer eingepackt. So rum, dass auch groß das draufsteht. Die sind dieses Jahr auch neu rausgekommen im Februar. Auch die gibt es leider bei uns noch nicht. Aber die wird es wohl bald geben, zusammen mit dem Bronzer. Also bei Niche Beauty, I don't know, sind die auf jeden Fall auf der Website schon angezeigt. Und man kann sich benachrichtigen lassen, wenn sie verfügbar sind. Also sie werden wahrscheinlich dann, ich kann mir vorstellen, dass die quasi bestellt sind, die jetzt aber noch auf die Lieferung warten müssen. Auf jeden Fall, checkt mal die Website ab. Es wird sie dann demnächst dort geben. Und ich habe mir die Farben 1 und 2 ausgesucht, weil ich nicht ganz sicher war von den Swatches her, was jetzt passend wird. Zumal ich auch bestellt habe, als die Farbe 1 ausverkauft war. Und ich habe dann, als ich eine E-Mail bekommen habe, direkt am nächsten Tag, dass es doch wieder back in stock ist, einfach direkt zweimal bestellt. Also habe ich quasi 1 und 2 jetzt hier und die sind sich auch sehr ähnlich, muss ich sagen, von den Farben. Die werde ich dann mal in Ruhe swatchen und gucken. Und dann gibt es auch noch eine Lippenstiftfarbe, die wirklich exklusiv nur auf der Website von COSAS selbst verfügbar ist. Das ist die Farbe Vegas. Das ist hier so ein Nude-Ton. Swatche ich jetzt hier einfach mal hin. Oh, das ist ein sehr, sehr brauner Nude-Ton. Da muss ich hoffen, dass mir der steht. Aber der sah online ein bisschen peachiger aus, muss ich sagen, auf den Swatches. Muss ich auf jeden Fall schauen, ob mir die Farbe dann steht. Der sieht schon sehr, sehr braunlastig aus. Was ich sagen kann, ich musste keinen Zoll bezahlen. Ich weiß nicht warum. Aber ich musste keinen Zoll bezahlen. Also das Paket war jetzt eine Weile unterwegs. Es hat jetzt gute 3 oder 4 Wochen gedauert, ab Datum des Versandes sozusagen, bis es jetzt bei mir war. Ich konnte es auch zwischendurch nicht so wirklich tracken. Also irgendwie hörte das Tracking dann einfach auf. Aber heute kam der Postbote dann damit. Ich musste aber, wie gesagt, Gott sei Dank keinen Zoll bezahlen. Wir sind durch mit dem unfassbar langen Haul. Ich kann mir in etwa vorstellen, wie lang der werden wird. Die Kamera ist zwischendurch mehrmals ausgegangen. Das heißt, dass dann immer die maximale Dateigröße erreicht ist. Und das sagt mir immer schon, dass ich zu viel rede und zu viel zeige. Lasst es mich gerne wissen, wenn ihr zu irgendwelchen Sachen ein konkretes Video haben wollt. Was ich euch auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich plane, wenn ich alles in Ruhe getestet habe, ein Video über meine Creme und Liquid Blushes zu machen, also dass ich dann einen Vergleich mache in Textur, Haltbarkeit, Auftrag und so weiter, dass ich euch auch sage, was meine liebsten Texturen sind. Es gibt sicherlich noch deutlich mehr, als ich jetzt hier habe, aber ich werde dann die ich jetzt habe, erstmal in Ruhe testen. Was ich auch machen werde, ist, dass ich demnächst wieder ein Full Face mit neuen Produkten mache. Ob ich das jetzt wirklich nur auf Clean Beauty richte oder ob ich jetzt einfach alles nehme, was ich habe, das werde ich dann noch schauen. Aber es wird auf jeden Fall in irgendeiner Form ein Video wieder mit Neuheiten kommen. Aber abgesehen davon könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendein bestimmtes Produkt unbedingt mal in einem Video sehen wollt, dann versuche ich das in irgendeiner Art und Weise mit einzubinden. Ein paar von den gekauften Produkten sind definitiv auch, ich sag mal jetzt einfach Frustkäufe gewesen, weil ich eine sehr, sehr schwere Zeit durchgemacht habe in letzter Zeit. Das wisst ihr, das hatte ich schon mal in einem Schminken- und Quassel-Video erzählt. Auch jetzt ist es aktuell sehr, sehr schwierig. Bei mir hat sich noch mehr verändert, familiär leider nicht zum Guten. Aber ja, ich werde es irgendwie durchstehen. Wir werden es irgendwie als Familie durchstehen. Und darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Aber nur, dass ihr wisst, es hat sich wieder einiges angesammelt. Und vor allem habe ich ja seit April gesammelt. Also ihr habt ja gesehen, hier sind auch Sachen von meinem Geburtstag noch bei gewesen, die ich mit Gutschein gekauft habe. Von daher, ja, soll auch gar keine Rechtfertigung sein, nur das als Info. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren. Freue mich sehr auf den Austausch mit euch. Ich würde mich auch sehr, 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 sehr doll freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Das macht mich immer glücklich zu sehen. Und vor allem, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut!